Hallo, liebe Freunde des Bestienbluts, willkommen zurück hier wieder in Old Yharnam. Da bin ich ja in der letzten Folge hier etwas unrühmlich gestorben. Und in der Zwischenzeit habe ich aber noch ein bisschen gelevelt. Und meine Waffe hier verstärkt. Und was habe ich noch gemacht? Genau, Alfred habe ich noch besucht und mit ihm gequatscht, weil ich den, glaube ich, für den nächsten Bosskampf hier beschwören kann. Und das wäre nicht schlecht, weil ich da versuchen will, hier mit meinem Flammensprüher die bluthungrige Bestie zu erledigen. Und weil ich das hier das erste Mal mache oder versuche, nehme ich da lieber jemanden mit. Ich hoffe, den kann ich dann da auch beschwören. Bin mir da nicht so sicher. Oder ob ich irgendwas anderes machen müsste. Kriege ich den hier? Ah. Und der Wolf bleibt zurück, Gott sei Dank. Drei Blutsteinscherben. Ja, jetzt kann ich den, glaube ich, hier beschwören. Genau, wenn man mit dem nämlich nicht gesprochen hat vorher, kann man den auch nicht beschwören. Aber ich werde hier erstmal die Typen hier erledigen. Weil aller Erfahrung nach ist der Alfred ja dann immer hier drauf und dran und fängt da mit denen hier Schlägereien an. Und ist dann schon etwas angeschlagen, bevor wir überhaupt hier reinlaufen. Deswegen werde ich die erstmal hier ausmerzen. So. Das wäre das. Und mein Flammenwerfer. So, nachdem der ja mit Kugeln funktioniert, lade ich die noch ein bisschen auf. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich dafür brauche. So, lieber Alfred. Und dann wollte ich mir ja noch das kann ich raustun. Ups. Halt. Ach, kommen wieder durcheinander hier. So. Dann schauen wir mal, wie das hier so funktioniert. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich. Aber ich hoffe mal, der Alfred. Dass der mir hier ein bisschen unterstützt. Oh, oh, oh. Oh, nein, nein, nein. Ah, da muss man nah genug dran sein.
Mal nochmal hier so ein Ding werfen. Nein, bleib weg. Au. Oh, ja, ja, ja. Ah. Geht nicht so gut, wie ich gedacht habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Ja, danke schön, lieber Alfred. Also das hat irgendwie nicht so toll funktioniert, muss ich da sagen. Ich hatte doch gedacht, dass ich hier ein bisschen mehr Schaden mache. Aber okay. Egal. Ich glaube, wenn man da alleine reingehen würde, dann wäre der Schaden schon höher und dann hätte man den bisschen schneller erledigt. Was kann ich denn jetzt machen? Ich versuche mal noch ein bisschen hoch zu leveln. Gesundheit könnte mal nicht schaden. Ach, ich kann bloß ein Level hoch. Okay, aber ihr seht hier, ich habe Arcan jetzt mittlerweile auf 25. Okay. Lebt wohl, Odin. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Bin ich gerade am Überlegen. Müssen wir ja wohl in Kathedralenbezirk weitermachen. Oh, ich habe nur noch 16 Kugeln. Das ist ganz schön wenig. Das ist... So, dann gehen wir jetzt hier hinein. Die Tür ist ja jetzt offen. Und ach, ich hätte einfach da mal rausspringen können. Ich glaube, da kann man auch noch Zeug einsammeln. Wieder vorbeigefahren. Jetzt aber. Genau. So. Weiß jetzt gar nicht, was es da Tolles gibt im Moment. Mal schauen. Eine Rune. Ach, und für die Badboten was.
Gut. Ah. Genau, du gibst mir wieder ein paar Kugeln, das ist nicht schlecht. Noch eine Rune. Bababababam. Weiß es gar nicht hier. Ups. Was ich jetzt eigentlich hier wollte. Bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich da wo finde. Ah, okay. Ah. Oh. Gegner finde ich hier völlig unvorbereitet. Ah. Ups. Komme ich doch nicht durch die Wand? Ah. Komm her. Ah. Ich bin ja hier immer so der Meister im Runterfallen. Nein! Ah, jetzt heute habe ich es aber wieder drauf. Mein Gott, und krieg hier was übergebraten. Oh, falsche Richtung. Oh shit, oh shit, oh shit. Ah! Ich wollte ja hier lang. Hier lang. Schnell, 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 schnell. Oh, hier habe ich immer ein ganz unangenehmes Gefühl. Aus Versehen rollt man ja gerne mal hier. Die Kante runter. Na, ach, falsch. Ich wollte doch die Pistole. Komm du mal hierher, genau. Ja, genau. Ich glaube, ich muss mir, wenn ich länger mit der Axt kämpfe hier, muss ich, glaube ich, auch noch mal die Ausdauer ein bisschen erhöhen, glaube ich. Hier ist ja noch zu, meine ich. Da brauche ich erst einen Schlüssel, gell? Oder? Ja, genau, brauche ich erst einen Schlüssel. Aber. Ah.
Oh Gott. Oh Gott. Ah, verlaufen, verlaufen. Ich wollte ja hier runter. Ach. Sterbe. Ach, die Truhe hier habe ich ja noch gar nicht geleert. Ein Edelstein. Damit muss ich mich natürlich jetzt auch mal beschäftigen. Den Edelsteinen. Ja. So, und jetzt drückt mir die Daumen, dass ich hier gescheit runterkomme wieder. Oh je. Okay, natürlich nicht. Das war ja so klar. Hätte ich da rollen müssen? Ich weiß es gar nicht. Das probiere ich jetzt gleich nochmal. Sollte ich zu oft hier brauchen, werde ich das ein bisschen rausschneiden, glaube ich. Das ist echt die eine der blödesten Stellen hier. So, den nehme ich mal mit. Weil der bringt ja immer ein paar Kugeln. So. So, nochmal. Wo sind denn eigentlich meine... Na, ich weiß nicht. Eigentlich müsste ich doch hier so auf diese Seile zulaufen, meine ich. So nicht. Ah, meine Blutechos sind weg. Ach, toll. Wieso geht denn das nicht? Ja, jetzt aber. Genau. Ach, das müsste ich dann auch noch alles abluten hier. Aber egal. So. Aber wo jetzt meine Blutechos geblieben sind, das wird mich ja doch mal interessieren. Zeug mitnehmen. Und da oben alles einsammeln. Nabelschnur. Ach, Lampe machen wir auch an. Haarschmuck. Ich glaube, das war's dann, oder? War hier noch irgendwas? Nö. Weiter geht's. Hier lang. Hier lang. Ich will ja nicht zu viel Gesundheit verlieren. Ich glaube, man kann hier auf den Stapel springen. Er dämpft den Fall hier etwas.
Oh, ja, nein, 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 nein. Gott. Ja. Hör mal auf hier. Nein. Ah, das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt bin ich da auch noch gestorben. Weil ich mich zu blöd angestellt habe. Ich glaube, wenn man nicht auf den Stapel springt, sondern da daneben runterspringt, da hört er einen nicht. Und da kann man den so mit einem sneaky Backstep da überraschen. Okay, das können wir ja gleich nochmal probieren. So. Geht's denn hier eigentlich hin? Ah, nur da seitwärts rein. Gut. Nochmal. Aber das ist ganz schön tief, so. Ah, gut. Geht schon irgendwie. Ach so. Den habe ich ja jetzt auch erledigt gehabt. Dann ist der weg. Na toll. Okay. Ach, und seine Blutechos habe ich nicht gekriegt. Und meine anderen 4000 sind immer noch irgendwo flöten gegangen. Oh mein Gott. Nein, nein. So, hier will ich ja eigentlich nur schnell durchlaufen. Hier will ich ja eigentlich gar nichts. Weil ich will mir ja eigentlich nur diese zigtausend Blutechos sparen, mit denen ich da das Tor aufmache. Aber das hätte ich mir ja auch schenken können hier. So, weil der Schlüssel für das Tor, der kostet ja richtig viel Geld. Hat sich hier irgendeiner umgebracht? Und mit dem Umweg durch den Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ach so, das war gar nicht das Tor, was ich eigentlich aufmachen wollte. Haha, supi. Okay. Das sieht man, ich war schon so lange nicht mehr in Janem unterwegs. Ich blick's schon gar nicht mehr. Blöde Krähe. So. Ich kenne schon die ganzen Wege nicht mehr so wirklich.
muss da. Hier kann ich hier rauf. Jetzt bin ich. Hier geht's zu dem Tor, was ich eigentlich aufmachen wollte, genau. So viele Tore, da soll sich noch einer auskennen. Genau, ich will ja eigentlich das hier unten aufmachen. Eieiei. Ach du Scheiße. Ganz vergessen. Ah! Ach ja, super. Ich habe gedacht, ich erwische den noch. Supidupi. Also ich bin irgendwie aus der Übung. Aber egal. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Dann gehe ich halt über den Traum des Jägers. Achso, da brauche ich ja nicht hin. Ich habe ja keine Blutechos. Mein Gott. Kathedralenbezirk. So, jetzt hole ich mir meine Blutechos wieder. Und dann will ich noch mit den Leuten da unten quatschen. Obwohl, ich brauche ja eigentlich keine NPC-Questlines zu verfolgen hier, oder ja. Aus dem Weg, ich hab's eilig. Oh, ich wollte mir ja meine Sprungtaste mal woanders hinlegen. Ach, jetzt hat er die Krähe verbrannt. Ja, macht nix. Wieder ist noch nicht tot. So viel Blutechos hatte ich ja jetzt auch nicht, dass ich das Wunder wie rentiert hätte. Aber ich muss sagen, meine Molotow-Cocktails, die sind schon richtig stark jetzt hier. Ihr wisst, wer schuld ist. Na, dann sag's mir doch mal. So. Wir könnten die jetzt auch in Josefkas Klinik schicken. Ich glaube, dann kriegt man von dieser falschen Josefka da noch irgendwelche Items. Ja. Und den hier. Und weg von meinem. Ah, ich warte noch, ich will. Was soll dieser? Na, sie ist schön. Warum? Was?
Okay. Der macht ja sowieso irgendwie was anderes, als man ihm sagt. Ah! Nee, ich sterbe jetzt nicht. Ich habe keine Lust zum Sterben. So. Oh Gott, jetzt kommt der da mit dem Rechen. Der ist, glaube ich, gefährlich. Ach, du meine Güte. Okay, gut. Ah, läuft er mir immer noch nach, oder was? Ah. Ja, das habe ich mir doch schon gedacht. Ach, Mann. Ach, Mann. Jetzt muss ich noch mal da runter und habe überhaupt keine Molotow-Cocktails mehr. Weil die Seelen, Seelen sage ich schon, die Blut-Echos will ich natürlich schon wieder haben. Ach, der ist jetzt tatsächlich hierher gekommen, der Typ. Habt ihr wirklich gedacht, dass und jetzt verschwindet? Ich gebe euch einen Hüte. Da sitzt dieser und plötzlich, man kann ihm, was, der Klein. Ich kann den Gestank eures. Jupp, Gestank und überhaupt. Ich glaube, den hatte ich bisher noch nie hier reingelockt. Sterbe ich wahrscheinlich gleich nochmal hier. Eigentlich hier. Ah, da steht ja noch einer auf. Der schießt dann hier auch noch. Nein! Ah, Gott! Ah! Ach, und da kommst du jetzt daher. Leute, lasst mich doch einfach alle in Ruhe hier. Lasst mich einfach alle in Ruhe. Ei, das ist ja. Ah, der hat meine Blutechos. Oh! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Oh mein Gott. Also wie gesagt, ich stelle mich hier in dieser Folge extrem blöd an. Halt, ich muss ja hier raus. Jetzt gehe ich hier mal langsamer und vorsichtiger vor.
Der hat hier was gedroppt. Der auch, oder? Ja. Quecksilberkugeln kann ich immer brauchen. So, und wer hat jetzt hier meine Blutechos? Hast du die? Oder hat die wieder hier Fackelman? Er hat sie nicht. Ah, hier liegen die. Ah, okay. Gut. Okay. Ah, dann wollte ich hier durch. Oh, oh, oh. Nein! Ah, diese blöde Krähe. Da ich ja leider keine Molotow-Cocktails mehr habe. Münzen. Da ich leider keine Molotow-Cocktails mehr habe, bin ich hier irgendwie. Ach, hier komme ich ja noch gar nicht rein, gell? Ja, genau. Da brauche ich ja erst hier die Vikarin Amelia muss ich ja hier erst erledigen, damit ich hier weiterkomme. Ich gehe jetzt mal hier zurück, aber ich gehe jetzt hier lang. Weil die Hexen sind, glaube ich, mein nächstes Ziel. Aber ohne hier die Cocktails ist ein bisschen doof. Ah. Okay. Durchzulaufen ist halt schon grenzwertig. Ich wollte ja eigentlich gar nicht so lang hier. Die Folge wird ja schon wieder so ewig lang. Doof. Oh Gott. Ah, mehr Glück als Verstand.
Mehr Glück als Verstand. So, den hatte ich den schon? Hatte ich schon irgendwie? Nee, da liegt noch was. Gut. Ich laufe jetzt nur noch bis zur nächsten Laterne. Wenn ich das schaffe. Ah, ohne zu sterben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das habe ich mir doch schon gedacht. Ach. Aber ich habe die Laterne noch angemacht, immerhin. Meine Güte. Und da liegen meine Blutechos. Okay, liebe Leute, ich würde dann sagen, wir machen jetzt hier wieder eine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir uns dann, glaube ich, die Hexen vorknöpfen. Oder ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich hätte nämlich ganz gerne ja meinen ersten Spell irgendwo, aber ich glaube, da komme ich noch nicht dran, wenn ich hier nicht die Amelia besiegt habe. Ich muss da erst nochmal schauen und nochmal nachschauen, wo ich das alles, das ganze Zeug finde. Okay, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.